Hi, ich bin Nuki von Netcode Illuminati. Ich bin ein sehr erfolgreicher Counter-Strike-Source-Spieler für das internationale Top-Team MTW. Ja, und in diesem Video seht ihr einen Ausschnitt aus dem Content, den es in meinem Premium-Forum auf der Netcode-Page zu sehen gibt. Herzlich willkommen zum nächsten Taktik-Guide. In diesem Video beschäftige ich mich mit der Map Das Zoo und hierbei vor allen Dingen, oder ja, im Grunde nur mit dem großen Spawn-Spot, also dem Spawn-Spot A. Ich werde in diesem Video ja circa vier Taktiken zeigen. Also zum einen einfach nur ein Element, ein taktisches Element, und zwar wie man lang einnimmt, sowohl schnell als auch langsam. Was man daraus machen kann, und zwar spielen wir einmal sozusagen eine Art Lango. Ja, einmal faken wir das Ganze und spielen daraus einen Kurzscore sozusagen, also über einen Split über kurz, und einer kommt verzögert lang. Und dann werde ich noch darauf eingehen, wie man einen ganz normalen A-Split spielt, also wenn man lang nicht einnimmt, sondern halt den Go quasi komplett nur über kurz spielt und lang sozusagen verzögert dann kommt. Ja, wir fangen einfach mal mit den Langtaken an. Oftmals sieht man 1 Million Flashes hier rüber fliegen. Ja? Und das Ziel ist natürlich, hier in diesem Bereich halt die CTs zu blinden oder blind zu machen, damit man halt lang recht schnell einnehmen kann. Das Ganze funktioniert, wenn wir die Top-Spawns haben zu lang. Ja? Also wenn man hier auf diesem Bereich hier steht, ja, also drei Spawns hier gibt es in diesem Bereich, ja, dann kann man natürlich perfekt lang schnell einnehmen. Das geht auch, wenn man noch diese Spawns hat. Also alles, was im Bereich Todesgang ist, damit kann man lang einnehmen. Man muss natürlich auch ein Gespür dafür haben, wie jetzt der CT selber steht. Also man merkt zum Beispiel, wenn man jetzt sechs Runden hintereinander spielt und derjenige, der von euch als Terror, der lang spielt, merkt, da kommt jedes Mal lang HEs rein. Ja, dann ist natürlich die Frage, nimmt man jetzt lang ein, ja, mit etwas schlechteren Spawns hier und geht das Risiko ein, dass man lang die HEs genau ins Gesicht bekommt, oder macht man es wirklich von hier und geht halt auf Nummer sicher. So, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ihr wollt lang einnehmen. Hab die Top-Spawns, also in diesem Bereich hier. Wie tun wir das? So, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja? Also Möglichkeit 1 ist, das ist eine etwas riskante Variante, ihr rennt halt sofort hier hin und versucht hier durch dieses Loch, eine Flash nur zu schmeißen und geht hier raus. Das Ziel ist, und das sollte man wirklich so machen, dass es meistens nur einer macht und danach verzögert die anderen kommen, weil der erste Spieler, der Top-Spawn, wird meistens die HEs entgegenkommen. Kann vor den HEs wegrennen, die kommen jetzt genau hinter mir rein. Kriegt die HEs nicht wirklich an, die CTs sind hier aber wahrscheinlich blind. Also, wenn es optimal läuft, natürlich kann man sich auch vor solchen Flashes, wenn man wirklich gut ist, wegdrehen. Ja, aber im Optimalfall ist der Gegner blind. Und man kann halt möglichst schnell ein Spiel aus dem Spiel nehmen, eventuell danach hier einfach hingehen. Ne? Also, man tötet quasi hier einen Spieler, der hier ist, geht kurz hier hinten hin, damit man halt jetzt nicht irgendwie Refrag kriegt und dann kommen die einen Mates hinterher. Ne? Also, ich zeige das mal, wie das quasi ablaufen würde. Ich zeige mal kurz erst eine HE, damit ihr ein Gefühl bekommt, wo wirklich diese Flash explodieren würde. Ja, also wenn ihr die da schmeißt, seht ihr, die landet hier oben in diesem Bereich, also genau sozusagen an der Kante. Es geht leider nicht viel tiefer. Man kann sie sich selber schlecht schmeißen, ne? Also darüber bringt gar nichts, ne? Also man muss sie da durchschmeißen. Und viel tiefer geht nicht, wie ihr seht, ne? Also man muss sie wirklich, ne, im Laufen da durchschmeißen, durch dieses Loch. Selbst all diese tiefen Kanten. Das ist das einzig Mögliche. Und jetzt müsst ihr sehen, dass ihr halt nicht zu weit nach links werft. Also die Fla sie kennt wahrscheinlich jeder die Flaschen, aber also passt halt darauf auf. Werft sie so tief wie ihr könnt, ne, aber geht kein Risiko ein. Weil ihr seht, wenn ihr halt jetzt hier hinrennt und die Flasche irgendwie verkackt, weil ihr nur so schmeißt, ja, dann rennt ihr rein. Ja gut, die Flasche bringt nichts. Ihr merkt, dass ihr könnt früh genug abbrechen, aber es ist natürlich einfach eine vergeudete Flasche. Ne? Also, das könnt ihr machen. Das ist Variante 1, lang einzunehmen. Ja, also das wäre ein schneller Go, wobei der erste das wie gesagt machen muss und die anderen beiden ein Stück verzögert warten. Der zweite kann, nachdem der erste die Flash geschmissen hat, nochmal hier eine schmeißen zur Sicherheit. Ja, wartet dann hier kurz, kommen HEs oder nicht, und dann geht er hinterher und deckt ihn hier ab. Ja, weil der Mate geht ja sozusagen dahin. Er darf nicht zu übermütig werden. Ne? Er versucht also rauszukommen, versucht hier irgendwie einen zu töten in diesem Feld jetzt hier. Vielleicht geht er auch schon zur Grube. Wenn er zur Grube geht, okay, dann hier hinstellen. Ne? Nochmal eine Flash schmeißen, dass deine Mates hinterherkommen können. Ja, dann bleibst du hier stehen, ziehst du diesen Bereich ab, der ist ja blind, deine Mates stehen hier. Ja, der zweite, was kann der machen? Der checkt das kurz hier ab, sozusagen, flasht nochmal hinterher, eventuell eine Smoke hinlegen und dann versuchen, den Grube-Spieler zusammen zu holen zu dritt. Und der dritte Spieler würde sich jetzt hier in diesem Bereich nochmal irgendwo hin positionieren, um halt einen eventuell pushenden CT dort aufzuhalten. So, das ist wie gesagt Variante 1, die ist halt ein bisschen risikoreicher. Man erlaubt dem CT sozusagen relativ aggressiv noch nach vorne zu kommen. Variante 2 ist, das Ganze safe einzunehmen, sage ich jetzt mal. Ja, auch wieder schnell. Ihr braucht die Top-Spawns, ihr wollt das Ganze safe einnehmen und
Ja, ihr verbraucht dafür ein paar Flashes natürlich, aber ihr habt lang auf jeden Fall, im Optimalfall habt ihr zwei Frags, im negativen Fall hättet ihr einen, der tot ist, weil er von der Ace getroffen wird, aber ihr kriegt dann wahrscheinlich trotzdem die Frags. Oder im anderen Fall habt ihr einfach lang eingenommen, habt ein paar Flashes vergeudet, aber habt schon mal diese Position lang und könnt darauf eure Taktiken aufbauen. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Video, das es bei mir im Netcode Premium Forum zu sehen gibt auf netcodeilluminati.com. Ihr könnt es natürlich aber auch auf allen anderen Portalen verfolgen, zum Beispiel auf YouTube ist das Netcode Illuminati, auf Facebook ist das Netcode Source und auf Twitter ist es auch Netcode Source. Oder meine privaten Channel sind auf Facebook MTV Nuki und im YouTube André Nuki. Vielen Dank fürs Zuschauen.